So, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Walking Dead. Und jetzt schauen wir uns hier am Ufer mal um und Alter. Was haben wir hier? Ja, das klingt ja nicht besonders einladend, aber wir gucken hier jetzt durch. Great. Needs a quarter to work. Ja, super. Und die finden wir bestimmt. Ja. What the fuck? What is this meant to be? Some kind of warning? We'll do something like this. Oh yeah. Einfach ekelhaft. Sollen wir sie abknallen? Nein, nein, das ist ja Munitionsverschwendung. Was steht hier? Vielleicht sind das Koordinaten oder sowas. Man weiß es nicht. Aber da sind sie auch wieder, was sind immer andere, ne? Vielleicht finden wir da 25 Cent drin. Das wäre vielleicht ganz gut. Hello, beautiful. Empty. Yeah, that would have been too easy. Ja, das stimmt schon. Someone already looted the place. Und da oben? Must have taken weeks to board up all these windows. Warum? Man hätte die doch einfach zunageln können. So schwer ist es ja nun auch wieder nicht, ne? Boah. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin. Bei mir ist gerade schon wieder Weltuntergang. Hoffentlich hört man das nicht. Und ich wette, das wird man hören. Boah. Alter. Ich werde mal ganz kurz weg sein, bis gleich, sonst fliegt hier nicht gleich alles um die Ohren. Moment. So, da sind wir wieder. Jetzt sind erstmal alle Fenster zu. Und bei uns ist auch gerade schon der erste Baum ausgerissen. Und das hört man ganz schön. Einen Moment nochmal. Ich werde jetzt hier ganz live die Jalousien runterlassen. So. Vielleicht hört man das dann nicht mehr so schlimm, aber ich will hier unbedingt aufnehmen. Ich will euch das nicht vorenthalten. Auch wenn das jetzt hier so ein bisschen dramatisch wirkt. Weil das ja immer schlimmer wird da draußen. Boah, stressig. Naja. Was soll man machen, wenn man hier als Player ist? Und das Wetter, das soll uns nicht stören. Also, ach ja, mal ihn fragen. Hier fehlt ja noch eine Glücksmünze oder sowas. Don't have a lot of use for small change these days. Maybe you can find one on the street somewhere. Oh, oh, oh. Ist jetzt gerade angemotzt? Ein bisschen pissig, der Junge. Das ist alles zu, alles zu. Vielleicht ist er hier in diesem Gang irgendwas. Hier können wir nicht viel machen. Hm. Komisch, also ich habe jetzt hier nichts gesehen. Vielleicht sind wir hier noch irgendwie. Hm. Wir haben jetzt gerade alles durchsucht, was sollen wir machen? Ja, das glaube ich, wäre auch ganz sinnvoll. Ja, stimmt auch schon wieder, aber vielleicht haben die ja irgendwie die 25 Cent Münze dabei. Wäre eine Idee. Also ich sehe jetzt hier gar nichts. Ich habe alles durchgeguckt. Hier ist nichts. Hier ist aber nirgendwo was. Stay out. Da können wir. Ah, ja. Yeah. Habe ich gar nicht gesehen. Damn. Built solid. That ain't gonna work. Nochmal reingucken. Ich see anything until I find a quarter. Boah, was ist denn da draußen los? Der Sturm war ja angesagt, aber.
Wenn ihr das Video seht, ist es, glaube ich, sogar schon Mittwoch und dann ist der Sturm auch schon lange vorbei. Aber ich nehme jetzt hier Leute gerade am Sonntag auf und da stürmt uns hier gerade in Niedersachsen, macht da gerade alles kaputt hier. Und ja. Da, das habe ich ja gesehen. Was, vielleicht finden wir hier noch 25 Cent. Komm schon. Alter. Kaputt schlagen. Geil. 25 Cent. Haben wir hier noch irgendwie was? Da. Oh, hier wird nichts sein. Engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Ja, das ist nur noch die rohe Karosserie. So, so spricht man das, glaube ich, aus. Naja, so, dann gehen wir jetzt mal dahin und setzen die 25 Cent ein. Fuck! Scheiße, was? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Was sieht er jetzt erst? What the hell is that? A fate worse than death. Okay. Das ist ein Gebäude. Like every other place in this city. Hier ein Steg. No boats. Ist auch nur ein Steg. Das ist die Ferne, das brauchen wir alles nicht. Was sind wir da hinten? Das ist nicht zu retten. Was ist hier? Auch nichts. Einfach nichts. Hä, was? Jetzt ist der schon wieder da. Was ist denn das für ein Clown? Get down, get down! Alter. Wer ist das? Wir kennen ihn nicht. Oder er ist nicht. Wir wissen ja nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Dass er sich gesehen hat, als wir da ihn angesehen haben. Hä? Hä? Wo ist er? Hä? Was? Wie? Was will die von uns, hä? Was will die? Das ist eine Frau! Lee? Oh. Clem? You're not from Crawford. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Mind if I get up? Slowly. Kenny, don't! Oh, man. He's with us! Mann, 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 jetzt kommen bestimmt die ganzen Beißer wieder. Die Walk. Tut mir leid. Ich bin zu sehr in die Serie vertieft. Kenny, back off.
Unless you want this lady to give you another ass whooping. Who are you calling lady? The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't, or can't, live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. That's not how our group does things. You're not saying they actually... I mean, kids? No. The children, they just forced to leave, along with their parents. Left them to fend for themselves out here in the world. Why? Like I said, zero tolerance. Crawford got rid of anyone that couldn't pitch in, pull their own weight. The way they looked at it, those people were just a lot of useless mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Clem, what the hell are you doing here? How'd you get out of the house? Omid started getting really sick. Krista and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Uh-oh. Jetzt sollten wir schnell weglaufen. Isn't that
Samantha! The way we came. Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mommy, is there a... Hey! You're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please! Aww? Come on, make it fast! Oh, fuck me! Come on, hurry! Los, Kenny. Yo. Was muss ich machen? Come on! Come on, man. One good jump. Uh-oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Los, los, los. Schnell. Oh fuck. Was machen wir jetzt? Los, los, los. Can't get it open. Here, use that to pry it open. Los, schnell, schnell, schnell. Los, los, los. Akku. Boah, scheiße. Hui. Ui, 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 ui. Verdammte Scheiße. Das war ein bisschen eklig. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Okay. Shit. Wir sind jetzt wohl in der Kanalisation angekommen. Und dort wird es erst in der nächsten Folge weitergehen, bei The Walking Dead. Und ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Es wird immer spannender und mal schauen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.